Herzlich willkommen zu einer neuen DELIDAX US Morning Ausgabe. Heute am Dienstag, dem 5. Oktober 2021. Ja, an Volatilität mangelt es wahrhaftig den Börsen derzeit nicht. Wundervoll, denn somit bietet es sich eben auch als Trader gerade an, sehr aktiv in diesem Markt zu sein. Denn aufgrund der Schwankungsbreite kommen natürlich viele Kauf, aber eben auch derzeit aufgrund der etwas negativeren Stimmung eben auch gewisse Verkaufssignale zustande. Beim Dow Jones Index hingegen hat man tatsächlich das Gefühl, dass sich der Index gegenüber einem neuen Verkaufssignal auf direktem Wege ein wenig weigert. Das könnte eben dazu führen, dass sich in der Tat beim Dow Jones Index hier eine kurzfristige Bodenbildung abzeichnet und wir vielleicht eben dann nochmals einen Angriff sehen in Richtung, ja, wer weiß, vielleicht sogar nochmals der Marke von 35.000 Punkten. Das sollte stets im Hinterkopf behalten werden, denn eben sollte der Dow Jones Index nicht alsbald unter die 200-Tage-Linie rutschen, steht einem erneuten Test des derzeit noch immer intakten Abwärtstrends wenig im Weg. Deutlich abwärts ging es beim Technologieindex Nasdaq gestern wieder einmal. Ein sattes Minus von über 300 Punkten. Und das in Anführungszeichen schön ist, unser Kursziel wurde erreicht. Ich hatte schon vor einigen Wochen eben ein gewisses Kursziel mit auf den Weg gegeben und betonte auch, dass dieser Kurs Anstieg bei 15,7 plus minus ein Ende finden sollte. Dann gab es das erste Etappenziel mit 15,180. Von dort aus eine Erholung und von dort aus sollte es dann eben weiter fallen bis in den Bereich um ca. 14.500, 14.400 Punkte. Nämlich es sollte diese orangene Ausbruchsunterstützung ausgetestet werden. Genau die wurde nun gestern ausgetestet. Also hier hat das Short-Szenario letztendlich vollends gepasst. Jetzt bin ich eben gespannt. Sehen wir auch eben nun die Gegenbewegung der Bullen. Denn das ist jetzt die große Chance, eigentlich für die Bullen zuzuschlagen. Andernfalls könnte es tatsächlich eben zu dem direkt übergeordneten Ziel von rund 14.000 Punkten kommen, was unverändert auf der Agenda steht. Das möchte ich ganz klar betonen. Aber eine Zwischenerholung mit Kurserholungstendenzen erst einmal Richtung 14.820 Punkte wäre möglich. Kann man diese Marke aus dem Weg räumen? Dann wären sogar Kurse von 15.000 möglich bis maximal 15.180, wobei 15.180 das absolut ambitionierteste Ziel überhaupt ist. Das steht gewiss hier wirklich mit einem dicken Fragezeichen derzeit in den Sternen. Dann, gestern hat es gekracht bei Facebook und zwar seitens der Kurse und auch eben der Technik. Denn ja, beim Social Media Giganten ist so einiges hier ausgefallen. Das bedeutete eben, dass Dienste wie Facebook, Instagram, WhatsApp ja nicht mehr erreichbar waren und wie immer der Aufschrei der Welt natürlich groß war, wenn natürlich die Social Media Kanäle nicht mehr erreichbar sind. Das ist stets verwunderlich, aber gut, das ist mit Sicherheit ein anderes Thema. Wir blicken auf die Charttechnik. Ich hatte schon Facebook in der vergangenen Woche beleuchtet und betont, dass eben die Aktie in der Korrektur steckt, die Korrektur auch noch weiter anhalten dürfte, aber Facebook gewiss ein Kaufkandidat sei, wenn man hier gewisse Kursunterstützungen nun ansteuert. Und ja, die 200-Tage-Linie, sie ist gestern schon fast zum Greifen nah gewesen. Da fehlten nur noch 5, 6 Dollar und damit ist auch ein deutlich überkaufter Marktstatus hier inzwischen abgebaut worden. Facebook war ja wirklich sehr, sehr stark gelaufen. Jetzt sehen wir eben, dass die Facebook-Aktie von rund 383 auf gestern eben rund knapp 320 US-Dollar mal gesund korrigiert hat. Ob jetzt Facebook günstig oder teuer ist, das ist mit Sicherheit ein anderes Bewertungsthema, aber die Aktie könnte jetzt eben in Richtung der 200-Tage-Linie hier ein interessanter Kaufkandidat sein. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und schalten Sie heute Abend wieder ein mit dem Blick auf den DAX. Und da könnte es zu einer Trading-Idee kommen, schalten Sie ein.